Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz nach dem ersten Playoff-Duell mit dem EV Füssen. Ich begrüße den Gästetrainer Markus Bleicher, unseren Trainer Leos Sulak und darf zunächst Herrn Willi Zimber, unserem Gastwirt hier im Wettraum, das Wort übergeben. Liebe Wettraumgäste, zum Auftakt der Playoff-Serie darf ich mich bedanken bei der Metzgerei Brunner und Rüdlin aus Müllheim-Hügelheim, die uns heute mit einem typischen Metzgeressen verwöhnt haben. Danke. Die Zahlen zur heutigen Begegnung. 1679 Besucher haben die Partie hier in der Franz-Siegel-Halle verfolgt. Das Schussverhältnis 54-27. Die Ergebnisse der anderen drei Playoff-Begegnungen. Gestern bereits trennten sich Bayreuth und Klostersee mit 3-2. Heute besiegte Selb Erding mit 5-3 und Tölz unterlag zu Hause gegen Peiting mit 3-6. Und nun darf ich Markus Bleicher bitten, das Spiel aus Sicht der Füssener zu analysieren. Ja, guten Abend zusammen. Ja, wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen im ersten Drittel. Da waren hochkarätige Chancen, da hätte es auch höher stehen können. Dementsprechend war auch die Ansprache dann in der Drittelpause. Wir sind dann überraschend mit dem Unterzahltor zurück ins Spiel gekommen. Ich weiß es gleich selber gar nicht, wie das zurückgekommen ist, weil da einfach Freiburg die dominierende Mannschaft war. Dann waren wir auch hinten besser gestanden und sicherer, haben auch schneller reagiert. Das hat auch Sicherheit gegeben. Gut, und dann haben wir den Ausgleich geschossen. Da war dann die Zeit, da hätte jeder in Führung gehen können. Aber dass es natürlich mit so einem Ende hat, dass wir in Überzahl kommen am Schluss, mit dem habe ich auch nicht gerechnet. Aber wir haben es gewonnen, 3-2. Schere steht 1-0. Wir Füssen mehr nicht. Wir werden uns noch öfter sehen, hoffentlich. Und ja, Dankeschön. Ja, guten Abend. Wir haben zu viel vorgenommen. Ich glaube, dass wir auch so aus der Kabine rausgekommen sind, da im ersten Drittel. Muss es viel höher stehen. Es war im letzten Drittel genau dasselbe. Das Einzige, was ich der Mannschaft vorwerfen kann, ist die Chancenauswertung und das bei uns jetzt zurzeit auch wie soll ich das ausdrücken? Jeder kleine Fehler wird bestraft bei uns. Wir bekommen Tore da beim Überzahlspiel, dass er das Tor, das 2-1 und eigentlich auch das 2-2 und zum Schluss ist es ein bisschen da muss man vorsichtiger in den Zweikampf gehen. Aber da jetzt ist es, wir sind nach wie vor heiß, wir werden alles geben, dass wir einen Sieg da in Füssen zurückholen. Und werden weiter arbeiten. Das sind 4 Siege, ist lange Serie und wir werden alles geben. Danke. Danke an die beiden Trainer für ihre Analysen. Gibt es seitens der Medienvertreter Fragen an die beiden Herren? Herr Kestle. Leos, ist das mittlerweile auch eine Kopfsache bei euch? Wir stehen 50 Minuten im gegnerischen Drittel, haben mehr als doppelt so viele Torschüsse, aber haben wir neu verloren? Ich glaube es langsam auch, weil wenn man das Spiel anschaut, da ist die Scheibe super gelaufen, die Chancen wurden sehr sauber rausgespielt, aber das letzte Quäntchen Glück fehlt uns, auch der Abpraller, wenn ich da im zweiten Drittel da wieder sehe, wie die Scheibe dem Torwart auf dem Kopf oder was weiß ich, wo rumtanzt und fällt nicht da rein und dann ist es gut, wir müssen dem Glück entgegenkommen und weiter so arbeiten und es kommt auch wieder zurück. Hoffentlich, genau. Weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, bedanke ich mich bei Ihnen, wünsche den Füssen eine gute Heimreise. Das nächste Spiel, Partie 2 der Playoff-Serie, findet übermorgen Freitagabend in Füssen statt. In 4 Tagen, Sonntag, 18 Uhr,
drittes Spiel auf jeden Fall hier wieder bei uns in der Franz-Siegel-Halle. Bis dahin noch einen schönen zweiten Teil dieser